Willkommen Freunde zu einem neuen Video, zu einer neuen News, einer YouTube News, und zwar sprechen wir über Pete's Meat. Das Thema ist aktuell und interessiert mich persönlich auch wirklich sehr, sehr stark. Vielleicht habt ihr es ja schon mitbekommen, denn Pete's Meat bzw. der gute Peter von Pete's Meat, der hat schon ein Video gemacht und dazu dann nochmal ein Update. Aber jetzt erst einmal, was ist denn passiert? Die ZAK, die Kommission für Zulassung und Aufsicht, die hat am 21. März im Rahmen einer Sitzung damit gedroht, den Streaming-Kanal von Pete's Meat, Pete's Meat TV oder TV, zu untersagen oder zu verbieten. Aber jetzt erstmal ganz kurz, was ist Pete's Meat? Pete's Meat sind ja die Jungs mittlerweile ohne Hardy, also Pete, Peter, Chris, Sepp, Brahmin und Jay. Die haben über 2 Millionen Abonnenten bei YouTube und die haben aber auch noch 2 Twitch-Kanäle. Also bei Twitch, das ist eine Streaming-Seite für die, die gar nicht wissen, was jetzt Twitch überhaupt ist. Ja, viele streamen über Twitch und die ZAK hat halt jetzt gesagt, hey, wenn ihr weiterhin streamen wollt bei Twitch, dann braucht ihr eine Sendelizenz. Es ging erstmal wohl nur um den Pete's Meat Twitch-Kanal Pete's Meat TV, denn da werden ältere Beiträge gesendet, und zwar 24 Stunden, 7 Tage die Woche, also quasi wie ein Fernsehprogramm. Da kommt immer irgendetwas und das Ganze wird gehostet von dem Hauptkanal, von dem Haupt-Twitch-Kanal. Der hat 319.000 oder ungefähr 320.000 Follower bei Twitch. Der Nebenkanal Pete's Meat TV 78.000, und deswegen ist scheinbar auch der andere Twitch-Kanal mit betroffen, und zwar, dass man halt diese Sendelizenz braucht. Jetzt fragt ihr euch, was ist denn eine Sendelizenz? Was ist die ZAK denn überhaupt? Die ZAK, also die Kommission, habe ich ja eben schon gesagt, für Zulassung und Aufsicht, die gehört zu der Medienanstalt, in diesem Fall die Medienanstalt Nordrhein-Westfalen. Und ab 500 Zuschauern, und das hat Pizmir TV wohl ab und zu oder im Schnitt, braucht man eine Sendelizenz, wenn man dann zum Beispiel, es gibt noch weitere Gründe, wenn man zum Beispiel nicht familiär oder privat irgendwie streamt und sonst was, das machen die ja nicht, denn es gucken ja ganz viele Leute, ist ja ein öffentlicher Stream, es gucken ja ganz viele Leute aus der Community zu. So, ja, ab 500 Leuten und eine Sendelizenz, um die zu bekommen, muss man erstmal finanziell ein bisschen etwas bezahlen. Die Rede ist von 1.000 bis 10.000 Euro, aber da hängt dann auch ein recht großer Rattenschwanz hinter, denn man braucht zum Beispiel, müsste vielleicht noch Rechtsanwaltkosten mit einberechnen, denn diese Anträge müssen ja bearbeitet werden, eingereicht werden und so weiter und so fort, und dann kommt halt noch ein riesiger organisatorischer Aufwand dazu. Das kann man sich wahrscheinlich gar nicht so vorstellen, wenn man da nicht so mittendrin hängt. Ich kann es mir auch nicht genau vorstellen, aber ich habe mich auf jeden Fall mal ein bisschen informiert, also finanzieller und organisatorischer Aufwand, und man möchte sich aber natürlich von Pete's Meat auch dagegen wehren, deswegen ja auch nochmal der Anwalt, der dann eingeschaltet werden soll, wahrscheinlich extra ein Anwalt für Medienrecht, der dann sagt, hey, so und so geht das nicht oder so und so macht ihr das am besten, und der die da dann natürlich unterstützt. Die Jungs von Pete's Meat kennen sich ja recht gut in der Branche mittlerweile aus, die machen das ja auch schon ein paar Jahre, aber so eine Sendelizenz und sich mit der Landesmedienanstalt rumzuschlagen, das ist ja gar nicht mal so einfach, das macht man ja auch nicht jeden Tag. Aber der Rattenschwanz, der wird noch etwas länger, denn wenn man dann erstmal eine Sendelizenz hat, und die sollen die Jungs von Pete's Meat übrigens bis zum 30. April dann haben, ansonsten wird das halt untersagt, dass sie dann bei Twitch streamen. Was da genau dann für Konsequenzen kommen, ich kann es euch auch nicht sagen. Auf jeden Fall, man braucht dann, wenn man eine Sendelizenz hat, auch noch einen Jugendschutzbeauftragten, der dann halt guckt, ja, das ist in Ordnung, das ist nicht in Ordnung, und man darf vor 22 Uhr nur Material für Kinder und für Jugendliche zeigen. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, ja, um 17 Uhr möchte ich gerne Outlast gucken, oder die Pete sagen, ja, um 17 Uhr möchten wir gerne Outlast 2 spielen, streamen, dürfen sie dann nicht, weil das Spiel halt nicht für Kinder oder Jugendliche geeignet ist. Ja, ihr merkt, das ist richtig scheiße. Das ist natürlich ein großes, großes Problem. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum gerade Pete's Meat und warum ist die ZAK jetzt auf die zugekommen? Ja, es ist wohl so, dass man auch auf den oder auf die sehr veralteten Gesetze damit hinweisen möchte. Man möchte einfach ein Exempel an Pete's Meat statuieren und sagen, hey, wir nutzen jetzt die bestehende Rechtsgrundlage aus, anhand von Pete's Meat, und gucken dann mal,
dass man vielleicht dann auch mal merkt und die Leute, die vielleicht weiter nach oben sitzen, dass das Ganze so nicht mehr funktioniert, also dass das ganze Konzept, dieses Gesetz nicht mehr funktioniert. Denn mittlerweile kann ja jeder YouTube machen und wenn Pete's Media betroffen ist, es gibt ja doch tausende andere Twitch-Kanäle, die ja dann auch betroffen wären. Natürlich in diesem Fall der Pete's Meat TV-Kanal streamt halt 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Warum ist dann aber der andere Pete's Meat Twitch-Kanal auch betroffen? Einfach weil er den anderen hostet? Weil ansonsten, ne, ihr versteht das Problem, ansonsten wären ja ganz viele andere größere YouTuber, die mehr als 500 Leute haben, die dann zugucken, auch davon betroffen und das wäre ein großes Problem. Ich weiß auch auf jeden Fall bei Dennis Mafuyo, da haben die sich auch schon gemeldet, also die Medienanstalt oder die ZAK. Ja, das ist natürlich mega scheiße und deswegen möchte man es exemplarisch halt an Pete's Meat jetzt mal festmachen und vielleicht tritt dann auch irgendwann eine Gesetzesänderung in Kraft. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, finde es aber auch wirklich sehr, sehr interessant, dieses Beispiel und werde da auf jeden Fall beibleiben, am Ball bleiben, euch da weitere Videos zu präsentieren, wenn sich da was ändert. An dieser Stelle könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare mal schreiben, was ihr davon haltet, ob das total scheiße ist oder, ich meine, die nutzen ja im Grunde einfach auch nur das Gesetz und man muss ja auch definieren, wann ist denn jetzt ein Rundfunksender und mittlerweile hat sich das alles so etabliert, dass YouTube da auch in die, oder YouTube ja nicht, sondern Twitch, das kann ich auch nochmal ganz kurz erklären. Bei YouTube ist es so ja, dass sich der Zuschauer selber aussucht, was er guckt. Bei Pete's Meat TV zum Beispiel wird das von denen ja vorgegeben, was da läuft. Da laufen halt ältere Let's Plays und wenn es dann auch noch journalistisch vielleicht ein bisschen geplant ist, das kann man da jetzt aber nicht so gut nachprüfen, dann ist es auf jeden Fall ein Rundfunkangebot, ne? Weil halt bestimmte Sendungen dann geplant werden und die Zuschauer es nicht entscheiden können, sondern die von Pete's Meat sagen dann und dann kommt das und so weiter und so fort. Ihr merkt, dann ist es halt so ein Rundfunksender oder ein Fernsehsender quasi, auch wenn es kein richtiges Fernsehen ist. Ja, alles ein bisschen komplizierter. Wie gesagt, ihr könnt es jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu meint. Ich finde es irgendwie ja auch gut, ne? Weil nur so können sich auch Gesetze mal verändern, wenn man auf diesen Missstand aufmerksam macht. Ist halt blöd, dass es jetzt exemplarisch bei Pete's Meat oder im Kanal von Pete's Meat funktioniert dass man halt den exemplarisch dafür jetzt vor die Brust genommen hat. Aber es gibt ja noch andere, die das Problem haben oder hatten. Kriegt man vielleicht nicht immer so mit. Bei den Rocket Beans war es ja auch so. Die haben mittlerweile aber einen Rundfunkvertrag oder eine Sendelizenz. Ne? Wie teuer sowas ist, wie viel Aufwand da wirklich hintersteckt, kann ich euch gar nicht sagen. Ich finde es auf jeden Fall mal eine interessante Sache, wird da beibleiben, am Ball bleiben und ich hoffe natürlich, dass die Jungs von Pete's Meat jetzt nicht zu viel Stress haben und dass sich das Ganze irgendwie auch lösen lässt, denn ich glaube, vom Geld her, vom finanziellen Aspekt her, können die sich das schon leisten und selbst wenn es 10.000 Euro sind. Aber wenn man dann einmal die Lizenz hat, dann kommen halt die Probleme halt mit dem Jugendschutzbeauftragten und dass man nicht vor 22 Uhr Sachen für Erwachsene streamen kann, darf. Ne? Das ist alles so ein bisschen, da mache ich mir ein bisschen Sorgen und vor allem viele Zeitschriften haben dann auch gesagt, zum Beispiel, ich glaube die Frankfurter Allgemeine Zeitung war das, ist jetzt Schluss mit Streaming und so weiter und so fort. Ne? Das ist natürlich alles ein bisschen übertrieben. Ich denke, das wird auch alles irgendwie, genau wie dieses ganze Gedöns mit der GEMA und so, irgendwann wird man das in den Griff bekommen, aber man muss halt irgendwann mal anfangen, auf diesen Missstand aufmerksam machen und das passiert auf jeden Fall jetzt. Es ist halt, ja, Zeiten des Umbruchs herrschen halt momentan und ich glaube, da wird sich jetzt schon viel ändern. Da muss man halt jetzt erstmal die Arschbacken zusammenkneifen dann da durch und mal gucken, wie sich das dann so entwickelt in der nächsten Zeit. Euch auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wer mich noch nicht abonniert hat, kann das machen oder auch nicht. Haut rein. Bis dann.